Hola a todos, bienvenidos de nuevo a TDT Profesional. Hoy queremos enseñaros de forma sencilla cómo se instala un amplificador de mástil y su correspondiente fuente de alimentación. Veréis qué fácil es. Vamos a comenzar enseñándolo de forma sencilla cómo conectamos el amplificador de mástil. Como veis, el amplificador de mástil que hemos elegido es el 5357 de TDBs. Tiene varias entradas, una sola salida y resulta bastante sencillo. Lo primero que tendríamos que hacer en nuestro caso es seleccionar e identificar las entradas y las salidas que vamos a utilizar. En la instalación convencional se suele utilizar la entrada de UHF, que es la entrada por la que se conecta la antena de televisión, y la salida, que es la salida que bajaría hacia la fuente de alimentación. Por tanto, solo tenemos que abrir el amplificador, quitar esta pestañita de la conexión ECF, que le llama TDBs, pelamos el cable, muy importante que el vivo, que es el conductor central que estáis viendo de cobre, nunca se toque con la malla, que son los pelitos de cobre, en este caso de color aluminio. Veréis que así sencillo resulta, es meterlo en la pestaña que tenemos, cerramos y apretamos. Con esto ya tenemos hecha la conexión desde la antena hacia el amplificador de mástil. El siguiente paso sería conectar la salida, que veis out, con un cable que iría directamente hacia la fuente de alimentación. Por tanto, volvemos a pegar el cable. Y hacemos la misma operación. Abrimos la pestañita del conector ICF de TDBs. Veis que no necesitamos ningún tipo de conector especial, ni nada, simplemente un destornillador, un pelacable. En este caso podemos elegir unas tijeras si no tenéis un pelacable. Baja, cualquier tipo de elemento que nos permita pegar el cable. Lo incluimos en la sección out y atornillamos. Como veis, es bastante sencillo. Por último, lo único que tenemos que hacer es bajar la pestañita, cable de forma correcta y poner la tapa protectora, que es la que va a proteger al amplificador de la humedad. Recordad que este amplificador irá siempre en el mástil, ¿vale? Y además se suministra con un adhesivo, lo que se suele llamar brida, iría cogido en el mástil. Y el siguiente paso sería simplemente conectar el cable que baja desde la salida del amplificador de mástil a la fuente de alimentación. Es muy importante destacar que el amplificador de mástil necesita siempre estar conectado a una fuente de alimentación. La fuente de alimentación lo único que hace es transformar la señal de 220 voltios a 24 o a 12 voltios. En este caso es una fuente de 24 voltios. ¿Vale? Y lo único que tenéis que tener como precaución es controlar que el amplificador de mástil que elegís
y la fuente de alimentación que elegí, pues trabajan con la misma corriente. ¿Veis? Lo único que tendría que hacer en este caso ahora es volver a abrir el conector y si F, volver a insertarlo. Volvemos a cerrar. Destacar que esta fuente de alimentación que estamos utilizando es de la serie Picocon de Televés. Es una serie de muy reducido tamaño que nos permite instalarla en cajas de 10x10 y además lleva clase A, es de bajo consumo. Ya lo único que nos quedaría es instalar un nuevo cable que iría directamente hacia una toma de televisión, hacia un repartidor o hacia otro tipo de dispositivo de reparto. Por supuesto, la fuente de alimentación tendríamos que conectarla a la corriente y con esto tendríamos hecha la instalación. El último paso sería volver al amplificador de mástil y hacer un pequeño ajuste en estos potenciómetros que tenemos aquí. Si os fijáis, el propio amplificador de mástil incorpora un pequeño destornillador, que es esta piececita que veis aquí color naranja, ¿vale? Y con esta piececita la introduciríamos en este caso, como solo utilizamos la entrada de UHF, que es por donde viene la señal del TDT, utilizaríamos el destornilladorcito para ajustar el potenciómetro. Nuestro consejo es que siempre se haga un ajuste al mínimo, es decir, el amplificador se ajuste al mínimo y a partir de ahí se le vaya dando potencia hacia el máximo, ya que sabéis que la señal de TDT es una señal que tiene que estar siempre entre un nivel mínimo y un nivel máximo. Ni podemos pasarnos, ni podemos quedarnos cortos de señal. Bueno, como habréis visto, es bastante sencillo instalar un amplificador de mástil para la antena de vuestra vivienda. Y como sabéis, todos estos productos los tenéis disponibles en nuestra página web, tdtprofesional.com y tdtprofesional.eu. Espero que os haya gustado, que os haya sido interesante y nos vemos en el próximo vídeo. Was könnte man am Edision-Erfolgsmodell Argus Piccolo noch verbessern? Eigentlich nichts. Und doch haben die Edision-Entwickler nochmals an der Tuning-Schraube gedreht und das Resultat ist der Piccolo Plus HD IP. Außen ist er nicht größer als ein Blatt Papier im Format A5, aber dafür hat er es in sich. Hinter der leicht verspiegelten Vorderseite verbergen sich das numerische Display, die Tasten für die direkte Steuerung und zwei Slots. Der eine dient der Aufnahme eines echten CI-Moduls zum barrierefreien Empfang von Pay-TV und der andere Slot ist ein Kartenleser für Konax verschlüsselte Programme. Um den frisch erworbenen Argus Piccolo Plus HD IP anzuschließen, bedarf es keines Studiums der Satellogie.
Die Antenne findet ihren Platz an der typischen F-Buchse. Der HDMI-Anschluss verbindet den Piccolo Plus HD-IP mit dem HDTV-Flachbildschirm. Und da man bei Edizion den Begriff Service groß schreibt, lässt sich über die Internetschnittstelle neue Software einspielen, aktuelle Senderlisten laden und, und. Der USB 2.0-Port macht Ihren Argus Piccolo Plus HD-IP zu einem persönlichen Videorekorder. Dazu gleich mehr. Über einen SPDIF-Anschluss wird die Soundanlage mit einem exzellenten Dolby Surround-Signal versorgt. Drei Cinch-Buchsen liefern analoges Video und Stereo-Audio. Der Piccolo Plus HD-IP wird vorprogrammiert ausgeliefert. Natürlich kann die Senderreihenfolge den persönlichen Wünschen angepasst werden. Oft gesehene Programme werden in einer der 32 Favoritenlisten abgelegt und lassen sich so durch einfachen Tastendruck abrufen. Was macht diese kleine Set-Top-Box so groß? Der USB-Port. An ihn kann eine geeignete Festplatte oder ein USB-Stick für die Aufzeichnung, die Wiedergabe und das zeitversetzte Fernsehen angeschlossen werden. Einschränkungen wie das Verbot des Überspringens nervender Inhalte gibt es beim Piccolo Plus HD-IP nicht. Und damit man weiß, ob der Stick oder die Festplatte geeignet ist, bietet Edizion eine Testmöglichkeit an. Der Edivision-Programmführer liest nicht nur die Programme und ihre Inhalte, über ihn werden auch die Timer für die automatische Aufzeichnung aktiviert. Wer sagt, dass man Gutes nicht noch besser machen kann? All das hat natürlich seinen Preis und der ist so klein wie der Edizion Argus Piccolo Plus HD-IP. 94,90 Euro. HD mit einem echten Plus. Der neue Argus Piccolo Plus HD-IP. Um ein Firmware-Update mit Ihrem Pingolux durchzuführen, gehen Sie bitte auf den Link Argus Pingolux. Dort finden Sie den Hinweis für das Firmware-Update. Klicken Sie darauf und speichern Sie die ZIP-Datei auf Ihrem Computer. Nachdem die Datei vollständig heruntergeladen wurde, entpacken Sie die Datei mit einem entsprechenden Programm. Nun speichern Sie die entpackte Datei auf einem USB-Stick und schließen diesen an den dafür vorgesehenen USB-Anschluss bei Ihrem Argus Pingolux an. Der USB-Stick wird sofort erkannt. Betätigen Sie die Menütaste auf Ihrer Fernbedienung und gehen Sie zu dem Menüpunkt System. Bestätigen Sie mit OK. Jetzt navigieren Sie bis zum Systempunkt Upgrade und gehen Sie mit der rechten Pfeiltaste auf Update von USB und bestätigen Sie wieder mit OK. Der Update-Typ sollte auf Software stehen. Unter der Einstellung Ordner haben Sie Zugriff auf Ihren USB-Stick. Navigieren Sie sich durch die Ordnerstruktur, bis Sie die Datei Version.xml sehen und bestätigen Sie mit OK. Schon beginnt der Argus Pingolux mit dem Update. Zu beachten ist hierbei, dass Sie den Argus Pingolux nicht vom Strom trennen. Einfach und bequem war Fernsehen noch nie. Dank der neuen HDTV-Receiver-Serie Argus VIP von Edizion. Werden Sie selbst zum VIP und genießen Sie alle VIP-Vorteile der Argus VIP-Family. Für den Satellitenempfang präsentiert Edizion sein neues Topmodell, die HDTV-Set-Top-Box Argus VIP. Schon optisch wird das Gerät seinem Namen gerecht. Das exklusive Design, wahlweise in Silber oder Schwarz, verleitet zum öfteren Hinschauen. Auf den ersten Blick gibt sich der Argus VIP nämlich nicht zu erkennen. Die elegant verspiegelte Vorderfront und das klare und bestens lesbare alphanumerische Display stechen ebenfalls sofort ins Auge. Hinter den beiden Klappen auf der Vorderseite verstecken sich links die Tasten zur Bedienung des Receivers auch ohne Fernbedienung, und rechts jeweils zwei CI-Schächte und zwei Konax-Kartenleser für den Pay-TV-Empfang. Doch nicht nur der Receiver selbst, sondern auch die Fernbedienung punktet mit einem perfekt abgestimmten Design. Alle Tasten sind klar erkennbar und die Fernbedienung liegt gut in der Hand. Die Fernbedienung enthält ein weiteres Highlight.
Wer zum Beispiel ein weiteres Gerät sein eigen nennt, kann mit der Fernbedienung auf zwei Kanäle zurückgreifen. Über Kanal 1 kann so der erste Receiver gesteuert werden, während Kanal 2 den zweiten Receiver bedient. Damit macht das Fernsehen dann auch richtig Spaß. Dank seiner VIP-Ausstattung, auch in puncto Anschlüsse auf der Rückseite, ist der Receiver in wenigen Schritten betriebsbereit. Über die F-Buchse wird der Argus VIP mit der Satellitenanlage verbunden. Diese sollte korrekt eingemessen sein, schließlich kann selbst der hochwertigste Receiver am Markt nur die Leistung bringen, welche die Antenne zulässt. Zum Einsatz an Einzel- bis hin zu Drehanlagen unterstützt der Argus VIP DISEC bis zur Version 1.2 sowie auch USELS. Für die verlustfreie Übertragung des digitalen Bild- und Tonsignals in brillanter Qualität bis 1080i verfügt der Argus VIP über eine HDMI-Buchse. Ein passendes HDMI-Kabel befindet sich bereits im Lieferumfang. Der digitale Ton für die Surround-Anlage kann selbstverständlich auch über den optischen oder den koaxialen SPDIF-Ausgang abgegriffen werden. Die Inbetriebnahme des Argus VIP geht ruckzuck. Einschalten und loslegen, denn dank des Edision VIP Services ist der Receiver komplett vorkonfiguriert. So sind alle Kanäle der Satelliten Astra 19,2 Grad Ost, Hotbird 13 Grad Ost und Astra 23,5 Grad Ost bereits eingelesen und in übersichtlichen Programmlisten abgelegt. Besonders innovativ ist der Auto-Installationsassistent. Hier erkennt der Receiver automatisch die angeschlossene Antennenkonfiguration und nimmt alle Einstellungen inklusive Suchlauf automatisch vor. Auch ein manueller Suchlauf nach neuen Kanälen geht schnell und einfach von der Hand. Bis zu 8000 Sender kann der Argus VIP verwalten. Für höchsten Bedienkomfort sorgen die Favoritenlisten. Hier lassen sich Wunschsender ablegen und nach Genre ordnen. Der Argus VIP steht für Fernsehvergnügen pur. Schnelle Umschaltzeiten sowohl zwischen Sendern in Standardauflösung als auch zwischen HDTV-Programmen zeichnen die Set-Top-Box aus. Eine übersichtliche Infoleiste zeigt beim Senderwechsel Informationen zum laufenden und kommenden Programm. Auch in puncto Bildqualität gibt sich der Argus VIP nicht mit halben Sachen zufrieden. Denn neben hochauflösenden HDTV-Programmen werden auch Sender in Standardauflösung über den HDMI-Ausgang auf bis zu 1080i hochgerechnet. Das Ergebnis ist ein gestochen scharfes Bild mit satten Farben. Selbst die Menüs sind für die Darstellung auf dem Flachbildschirm in HD-Qualität optimiert. Diese Qualität erfordert allerdings unbedingt den Anschluss über die HDMI-Schnittstelle. Mit besonderem Komfort und einer hervorragenden Übersichtlichkeit punktet der von Edision entwickelte elektronische Programmführer Edivision. Mithilfe seiner verschiedenen Ansichtsoptionen behält der Nutzer stets einen klaren Überblick, welche Sendung wann und wo läuft. Der Argus VIP ist aber nicht nur ein Receiver, sondern auf Wunsch auch ein digitaler Videorekorder zugleich. Für die Aufnahmefunktion und zeitversetztes Fernsehen bietet das Gerät die Anschlussmöglichkeit externer Speichermedien via USB. Dies kann zum Beispiel eine externe Festplatte oder der Edision USB 2.0 Speicherkartenleser sein. Letzterer ist sehr kompakt und voll kompatibel zu allen Edision Receivern. Um die Aufnahmegeschwindigkeit des Speichermediums für HDTV-Inhalte zu prüfen, hat Edision erstmals extra einen USB-Speed-Test in seine Software integriert. Somit ist mit einem Blick klar, ob der USB-Stick oder die Festplatte den Kriterien genügt. Bei verbundenem Speichermedium genügt ein Druck auf die Record-Taste der Fernbedienung und schon startet die Aufzeichnung. Mehrere Aufnahmen auf demselben Transponder sind gleichzeitig möglich. Aufzeichnungen lassen sich ebenso bequem über den Edivision-Programmführer vormerken. Die Timeshift-Funktion erlaubt zudem das Pausieren einer laufenden Sendung, zum Beispiel wenn das Telefon klingelt, um dann wieder nahtlos einzusteigen. Dank des Argus VIP verpassen Sie nun keine Sendung mehr. Alle aufgezeichneten Inhalte werden digital und verlustfrei gespeichert und können jederzeit wieder angesehen werden. Auch eine Weiterverarbeitung am PC ist dank der Software DVR Studio HD und DVR Studio Pro von Handline Software möglich.
Eine kostenlose Testversion dieser Software steht auf der Webseite www.argus-family.de zum Download bereit. Der Argus VIP verfügt zudem auch über einen integrierten Media Player. So können ganz bequem über die USB-Schnittstelle Musik angehört und zum Beispiel Bilder vom letzten Urlaub angeschaut werden. Um den vollen Funktionsumfang des Argus VIP nutzen zu können, ist ein Internetanschluss zwingend erforderlich. Die Verbindung zum Internet erfolgt ganz einfach über die Ethernet-Buchse. Die anschließende Netzwerkkonfiguration erfolgt auf Wunsch automatisch per DHCP oder auch manuell. Ist dies erledigt, dann kann der Argus VIP online gehen und Software-Updates oder das Einspielen neuer Programmlisten werden damit zum Kinderspiel, denn der Zugang zum Argus VIP-Server von Edision ist bereits voreingestellt. Die neue HDTV-Setup-Box Argus VIP von Edision setzt damit ganz neue Maßstäbe in puncto Bedienbarkeit, Design und Ausstattung. Und das alles zu einem unschlagbaren Preis. Für nur 199 Euro wird der Receiver exklusiv durch die von Edision zertifizierten Fachhändler vertrieben. Nur bei den vertriebseigenen Händlern erhalten Sie den 3 Jahre Profi-Service. Die zugelassenen Händler und mehr Informationen zum Argus VIP-Projekt von Edision gibt es im Internet unter www.argus-family.de. Όχι, σου είπα. Τα κανάλια σταμάτησαν να στέλνουν σήμα. Πώς το λένε οι νέοι. Βγήκαμε off. Το φέραμε. Τι είναι αυτό. Αποκωδικοποιητής. MPEG 4. Πόσο καιρό σας το λέω. Εντύσιο ρε κορόιδα. Εντύσιο. Αποκωδικοποιητής MPEG 4. 400 κανάλια μνήμη, υπότιτλοι και εγγραφή προγραμμάτων σαν το παλιό μας βίντεο. Και standard definition και high definition PVR, time shift και media player για αρχεία MP3, AVI, VOBU και MKV. Και αν θες να ξέρεις, ο Edition είναι ο μόνος με 5 χρόνια εγγύηση. Είστε γελασμένοι αν νομίζετε ότι εγώ θα βγω off. Εντύσιο ρε μάγκες, για να μην βγούμε off. Ζητήστε τον μόνο στα εξειδικευμένα καταστήματα της γειτονιάς σας. Der Umstieg von klassischem analogen hin zu hochauflösendem digitalen Fernsehen ist nun sensationell preisgünstig mit dem neuen Edision Progressiv HD. Er ist klein im Platzverbrauch, gleichzeitig aber hervorragend sowohl in der Leistung als auch beim Preis. Im schwarzen, edlen Design bietet die HDTV Set-Top-Box Full-HD-Vergnügen in bester Qualität. Der Receiver ist für frei empfangbare HD- und SD-Programme ausgelegt. Das Anschließen an Ihr TV-Gerät ist ruckzuck erledigt. Für Zuschauer, die ihre Programme noch analog sehen, steht ein SCART-Anschluss zur Verfügung. Für wirklich ausgezeichnete digitale Bildqualität an einem Flachbildschirm sorgt das bereits mitgelieferte, hochwertige HDMI-Kabel.
Satellitenantenne an die bekannte F-Buchse des LNB-Eingangs schrauben, das war es eigentlich, schon können Sie Ihr Lieblingsprogramm sehen. Denn eine Erstinstallation mit Suchlauf ist absolut nicht notwendig. Beim Edision Progressiv HD sind die wichtigsten deutschen TV-Sender schon vorprogrammiert. Sie können aber natürlich jederzeit die Reihenfolge ändern, Programme löschen, umbenennen oder eigene Favoritenlisten anlegen. Die Set-Top-Box ist vom ersten Moment an intuitiv bedienbar, kein lästiges Lesen des Benutzerhandbuches. Die Menüführung ist logisch und klar strukturiert und die Einstellungen bieten alle gebräuchlichen Parameter. DISEC 1.1, 1.2 oder Usels. Ein schnelles Update der Software holen Sie sich wahlweise über die RS-232-Schnittstelle oder per USB-Stick. Über den koaxialen SPDIF-Anschluss versorgen Sie Ihre Soundanlage mit hervorragendem Dolby-Surround-Klang. Mal eben eine externe Festplatte an den USB 2.0-Port an der Rückseite anstecken. Schon haben Sie im Media Player vollen Zugriff auf all Ihre Videos, Bilder oder die MP3-Sammlung. Die Werbepausen überspringen. Möglich macht das die Timeshift-Funktion. Ob direkte Aufnahme oder per Timer, ebenfalls völlig unkompliziert mit dem Edision Progressiv HD. Die dazu benötigten Tasten sind übersichtlich ganz unten auf der Fernbedienung zu finden. Im elektronischen Programmguide Edivision bekommen Sie alle Informationen für die Aufnahme Ihrer Lieblingssendung und bekommen somit eine vollwertige TV-Zeitschrift gleich mitgeliefert. Bequem per Druck auf die EDV-Taste der Fernbedienung. Und falls zwischendurch mal etwas Langeweile in den Werbepausen aufkommen sollte, einfach eines der beiden Videospiele starten und Spaß haben. Die hervorragende Ausstattung hat natürlich ihren Preis. Und der ist sensationell niedrig. 59,90 Euro. Beste HDTV-Qualität und hervorragende Ausstattung zum Knüllerpreis. Das ist der neue Edision Progressiv HD. Wenn Sie eine neue Favoritenliste anlegen, dann gehen Sie in das Hauptmenü. Im Menüpunkt Programm, Favoriten bearbeiten, bestätigen Sie nun mit OK. Nun haben Sie die Möglichkeit, eine eigene Favoritenliste anzulegen. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Favoritentaste und wählen Sie eine leere Liste an. In unserem Beispiel ist es die Pfaff Group 22. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. Nun haben Sie die Möglichkeit, mit den Pfeiltasten die Sender Ihrer Wahl in die Liste einzufügen. Nachdem Sie alle Sender eingefügt haben, können Sie Ihre Favoriten noch umbenennen. Nachdem Sie dies getan haben, speichern Sie die neue Liste mit der Taste Exit und bestätigen mit OK. Nun ist Ihre neue Liste in Ihrem Edision gespeichert. Natürlich können Sie jetzt die neuen Favoriten noch verschieben. Hierzu drücken Sie auf die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung und verschieben mit den Pfeiltasten Ihre Favoriten an die gewünschte Position. Wollen Sie nachträglich weitere Sender in Ihre Favoritenliste speichern, wiederholen Sie den Vorgang. Der neue HDTV Twin Satellitenreceiver Optimus OS 2 ist ein absolutes Multitalent auf dem modernsten Stand der Technik. Der OS 2 von Optimus präsentiert sich optisch im schicken und edlen Design, so wie Sie es von den Edision-Produkten gewohnt sind. Hinter der Klappe auf der rechten Seite befindet sich ein USB-2-Port für den Anschluss einer externen Festplatte oder einen USB-Stick. Daneben befindet sich ein SmartCard-Laser sowie ein Einschub für ein CI-Modul. Auf der linken Seite befinden sich logisch angeordnet die Tasten für die Steuerung der wichtigsten Funktionen. Auf der Rückseite springen sofort die Anzahl der möglichen Funktionen ins Auge. So bietet der OS 2 von Optimus die Möglichkeit, zwei LNBs anzuschließen. Er verfügt über einen S-PDIF-Anschluss für ein optisches Kabel. Er bietet Ihnen einen Audio-Video-Cinch-Ausgang, einen Komponentenanschluss und natürlich einen HDMI-Anschluss für den Genuss, HDTV in vollster Qualität zu sehen. Der Ethernet-Anschluss ermöglicht Ihnen den Zugriff in Ihr Netzwerk oder das Internet. Zweimal USB 2 auf der Rückseite fehlen ebenso wie der RS-232-Anschluss nicht.
Der OS2 wird über ein externes Netzteil mit der nötigen Spannung versorgt. Diese beträgt im Standby weniger als 0,5 Watt im Verbrauch. Der komfortable Netzschalter und Lüfter, den Sie über das Menü regeln oder auch ausschalten können, fehlen ebenso wenig. Im Betrieb ist der Optimus OS 2 eine wahre Freude. Superschnelle Umschaltzeiten dank Dual-Core MIPS Broadcom-Prozessor mit 405 MHz. Die Bildqualität ist hervorragend und das Bild gestochen scharf. DISEC von 1,0 bis 1,2, Unicable und Usuals sind selbstverständlich. Im EPG finden Sie übersichtlich alle Programminfos und ersparen sich so eine Fernsehzeitschrift. Die auf Linux basierende Setup-Box bietet eine Vielzahl an vorinstallierten Plugins wie YouTube oder Shoutcast. Das Angebot wird ständig erweitert und es lohnt sich, regelmäßig nach neuen Plugins zu suchen. Entspannt surfen Sie im Internet dank Opera Webbrowser. Sowohl die Möglichkeit, eine interne 2,5 Zoll Festplatte mit SATA-Anschluss nachzurüsten, als auch eine externe per USB ermöglichen HD-Aufnahmen und Timeshift. Die Fernbedienung ist übersichtlich und liegt perfekt in der Hand. Im Menü haben Sie zahlreiche Einstellungen, die nahezu keinerlei Wünsche offen lassen. Der neue HDTV Twin Satelliten Receiver Optimus OS 2 ist ab sofort im Fachhandel zu erhalten. Überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit des neuen Optimus OS 2. Der neue HDTV Twin Satelliten Receiver Optimus OS 2 ist ein absolutes Multitalent auf dem modernsten Stand der Technik. Der OS 2 von Optimus präsentiert sich optisch im schicken und edlen Design, so wie Sie es von den Edision-Produkten gewohnt sind. Hinter der Klappe auf der rechten Seite befindet sich ein USB-2-Port für den Anschluss einer externen Festplatte oder einen USB-Stick. Daneben befindet sich ein SmartCard-Laser sowie ein Einschub für ein CI-Modul. Auf der linken Seite befinden sich logisch angeordnet die Tasten für die Steuerung der wichtigsten Funktionen. Auf der Rückseite springen sofort die Anzahl der möglichen Funktionen ins Auge. So bietet der OS 2 von Optimus die Möglichkeit, zwei LNBs anzuschließen. Er verfügt über einen S-PDIF-Anschluss für ein optisches Kabel. Er bietet Ihnen einen Audio-Video-Cinch-Ausgang, einen Komponentenanschluss und natürlich einen HDMI-Anschluss für den Genuss, HDTV in vollster Qualität zu sehen. Der Ethernet-Anschluss ermöglicht Ihnen den Zugriff in Ihr Netzwerk oder das Internet. Zweimal USB 2 auf der Rückseite fehlen ebenso wie der RS-232-Anschluss nicht. Der OS 2 wird über ein externes Netzteil mit der nötigen Spannung versorgt. Diese beträgt im Standby weniger als 0,5 Watt im Verbrauch. Der komfortable Netzschalter und Lüfter, den Sie über das Menü regeln oder auch ausschalten können, fehlen ebenso wenig. Im Betrieb ist der Optimus OS 2 eine wahre Freude. Superschnelle Umschaltzeiten dank Dual-Core MIPS Broadcom-Prozessor mit 405 MHz. Die Bildqualität ist hervorragend und das Bild gestochen scharf. DISEC von 1,0 bis 1,2, Unicable und Usuals sind selbstverständlich. Im EPG finden Sie übersichtlich alle Programminfos und ersparen sich so eine Fernsehzeitschrift. Die auf Linux basierende Setup-Box bietet eine Vielzahl an vorinstallierten Plugins wie YouTube oder Shoutcast. Das Angebot wird ständig erweitert und es lohnt sich, regelmäßig nach neuen Plugins zu suchen. Entspannt surfen Sie im Internet dank Opera Webbrowser. Sowohl die Möglichkeit, eine interne 2,5 Zoll Festplatte mit SATA-Anschluss nachzurüsten, als auch eine externe per USB ermöglichen HD-Aufnahmen und Timeshift. Die Fernbedienung ist übersichtlich und liegt perfekt in der Hand. Im Menü haben Sie zahlreiche Einstellungen, die nahezu keinerlei Wünsche offen lassen. Der neue HDTV Twin Satelliten Receiver Optimus OS 2 ist ab sofort im Fachhandel zu erhalten. Überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit des neuen Optimus OS 2.
Auf den ersten Blick ist der kompakte OS 1 von Optimus ein klassischer HDTV-Receiver mit einem LNB-Eingang und den wichtigsten Funktionen, um entspannt und unkompliziert Fernsehen genießen zu können. Doch schaut man genauer hin, so merkt man, dass sich die Macher des Set-Top-Boxen-Herstellers Optimus einiges haben einfallen lassen. Das schicke Design überzeugt und hat die wichtigsten Funktionen am Frontpanel angebracht. Dort findet man auch einen Smartkarteneinschub. Der OS 1 bietet einen analogen Video- und Audioanschluss. Zudem hat er einen SPDIF-Ausgang für den optimalen Klang. Der HDMI-Ausgang bietet ein wirklich gestochen scharfes Bild auf dem Flachbildfernseher. Über den Ethernet-Anschluss können Sie den Receiver in Ihr Heimnetzwerk integrieren und natürlich mit dem Internet verbinden. Drei USB 2.0 Anschlüsse fehlen natürlich bei dem Alleskönner nicht. Sie finden zwei an der Rückseite und einen an der Frontseite. An den gewohnten RS-232C Anschluss wurde auch gedacht. Der externe Anschluss einer Festplatte per USB ermöglicht HD-Aufnahmen und Timeshift. Außerdem besteht die Möglichkeit, noch eine interne SATA 2,5 Zoll Festplatte nachzurüsten. Die Umschaltzeiten zwischen den Programmen sind mit knapp einer Sekunde sehr gut, auch bei den HD-Programmen. Das Menü ist ansprechend, modern und übersichtlich gestaltet. Sehr erfreulich ist auch DISEC 1.0, 1.1, 1.2 und USELS, je nachdem, welche Antennenkonfiguration Sie brauchen. Auf der Rückseite entdecken wir einen On-Off-Schalter, um das Gerät komplett vom Strom zu trennen. Zusätzlich bietet er einen Lüfter, der das Gerät vor dem Überhitzen schützt, den Sie über das Menü regeln oder auch ausschalten können. Im EPG findet man schnell und ohne Probleme seine Lieblingssendung. Die Box wird mit dem Linux-Betriebssystem ausgeliefert, das heißt, sie ist offen für Updates und Images nach Belieben. Und genau das ist das Highlight der Set-Top-Box OS 1 von Optimus. Die Fernbedienung ist übersichtlich und selbsterklärend angeordnet, sie liegt zudem perfekt in der Hand. Ein rundum High-End Multimedia Center. Der OS 1 bringt alles zusammen in einer Box. Die Set-Top-Box ist bei Ihrem Fachhändler erhältlich. Überzeugen Sie sich von der Qualität. Der neue Optimus Underline überzeugt nicht nur durch sein schickes Design, sondern auch durch sein Können. Der Kleine ist ein wahrer Alleskönner und lässt kaum Wünsche offen. Überzeugen Sie sich von der hervorragenden Bildqualität. Dabei kommt die Set-Top-Box an der edlen verspiegelten Front ganz ohne Bedientasten aus. Außerdem wurde auch an den Konax-Kartenleser gedacht. Der Anblick der Rückseite lässt das Herz eines jeden Technikfans höher schlagen. Ein Tuner für den Satellitenempfang. AV-Out für den Anschluss externer Geräte, das passende Kabel liegt bei. Eine RS-232-Schnittstelle fehlt ebenso wenig, auch hier liegt das passende Kabel bei. Der IR-In-Anschluss ist für eine Infrarot-Schnittstelle vorgesehen, damit das Gerät zum Beispiel hinter Ihrem Fernseher versteckt werden kann und nur der Infrarotsensor zum Vorschein kommt. Auch dieses Kabel liegt im Lieferumfang bei. Natürlich haben Sie auch den gewohnten HDMI-Anschluss für das Übertragen von bestem Full-HD-Signalen auf Ihren Flachbildschirm. Beachten Sie hierzu, dass nur über ein HDMI-Kabel ein echtes Full-HD-Signal übertragen werden kann. Die richtige Ausrichtung der SAT-Anlage ist natürlich die Voraussetzung für ein brillantes HD-Bild. Zudem bietet der Underline auch einen LAN-Anschluss für den Zugang ins heimische Netzwerk. YouTube ist sofort einsatzbereit, sobald die Set-Top-Box richtig in Ihr Netzwerk mit Internetzugang eingebunden ist. Zwei USB 2.0 Ports für eine externe Festplatte oder einen USB-Stick fehlen ebenso wenig. Einer befindet sich an der Rückseite und der zweite wurde an der Seite des Geräts platziert. Für die Erstinstallation einfach den Optimus Underline mit dem HD-Flachbildschirm verbinden und schon ist der Receiver startbereit. Die Programmlisten sind bereits vorinstalliert, sodass Sie sofort Ihren Lieblingssender schauen können. Das Menü ist übersichtlich und selbstklärend aufgebaut. Unter Favoriten bearbeiten können Sie die kompletten Senderlisten bearbeiten und daraus Ihre Favoriten in einer eigenen Liste zusammenstellen. Einen Überblick über sämtliche Audio- und Videofunktionen bekommen Sie in den Systemeinstellungen. Dort ist es auch möglich, den Jugendschutz zu aktivieren. Die neuesten Software-Updates können Sie im Hauptmenü unter Software-Update über die RS-232-Schnittstelle oder über den USB-Port eingespielt werden. Alternativ ist jedoch auch ein Update über das Internet möglich. Dazu schließen Sie einfach ein LAN-Kabel an, überprüfen die Netzwerkeinstellungen und schon kann es losgehen. Sie möchten Ihre Urlaubsbilder, Videos oder die MP3-Sammlung über das Fernsehgerät genießen?
Auch das ist kein Problem für den Optimus Underline. Eine externe Festplatte können Sie an den USB 2.0-Port an der Rückseite oder seitlich am Gerät anschließen und haben sofort vollen Zugriff darauf. Die bequeme Timeshift-Funktion gehört auch zu seinen Standardfunktionen. Ob direkte Aufnahme oder per Timer, ebenfalls völlig unkompliziert mit dem Underline. Die dazu benötigten Tasten sind übersichtlich ganz unten auf der Fernbedienung zu finden. Eine umfangreiche TV-Zeitschrift liefert der Optimus Underline gleich mit dem elektronischen Programmguide EPG. Hier bekommen Sie alle Informationen für die Aufnahme Ihrer Lieblingssendung und zwar bequem per Druck auf die EPG-Taste der Fernbedienung. Und damit die Werbepausen ganz schnell und locker überbrückt werden können, einfach eines der Spiele starten und sich austoben. Der Optimus Underline lässt das Herz von Technikfans höher schlagen. Beste Ausstattung, hervorragende Bildqualität in HD und SD. Damit sind Sie bestens gerüstet für den Satellitenempfang. Der neue Optimus Underline überzeugt nicht nur durch sein schickes Design, sondern auch durch sein Können. Der Kleine ist ein wahrer Alleskönner und lässt kaum Wünsche offen. Überzeugen Sie sich von der hervorragenden Bildqualität. Dabei kommt die Set-Top-Box an der edlen verspiegelten Front ganz ohne Bedientasten aus. Außerdem wurde auch an den Konax-Kartenleser gedacht. Der Anblick der Rückseite lässt das Herz eines jeden Technikfans höher schlagen. Ein Tuner für den Satellitenempfang. AV-Out für den Anschluss externer Geräte, das passende Kabel liegt bei. Eine RS-232-Schnittstelle fehlt ebenso wenig, auch hier liegt das passende Kabel bei. Der IR-In-Anschluss ist für eine Infrarot-Schnittstelle vorgesehen, damit das Gerät zum Beispiel hinter Ihrem Fernseher versteckt werden kann und nur der Infrarotsensor zum Vorschein kommt. Auch dieses Kabel liegt im Lieferumfang bei. Natürlich haben Sie auch den gewohnten HDMI-Anschluss für das Übertragen von bestem Full-HD-Signalen auf Ihren Flachbildschirm. Beachten Sie hierzu, dass nur über ein HDMI-Kabel ein echtes Full-HD-Signal übertragen werden kann. Die richtige Ausrichtung der SAT-Anlage ist natürlich die Voraussetzung für ein brillantes HD-Bild. Zudem bietet der Underline auch einen LAN-Anschluss für den Zugang ins heimische Netzwerk. YouTube ist sofort einsatzbereit, sobald die Set-Top-Box richtig in Ihr Netzwerk mit Internetzugang eingebunden ist. Zwei USB 2.0-Ports für eine externe Festplatte oder einen USB-Stick fehlen ebenso wenig. Einer befindet sich an der Rückseite und der zweite wurde an der Seite des Geräts platziert. Für die Erstinstallation einfach den Optimus Underline mit dem HD-Flachbildschirm verbinden und schon ist der Receiver startbereit. Die Programmlisten sind bereits vorinstalliert, sodass Sie sofort Ihren Lieblingssender schauen können. Das Menü ist übersichtlich und selbstklärend aufgebaut. Unter Favoriten bearbeiten können Sie die kompletten Senderlisten bearbeiten und daraus Ihre Favoriten in einer eigenen Liste zusammenstellen. Einen Überblick über sämtliche Audio- und Videofunktionen bekommen Sie in den Systemeinstellungen. Dort ist es auch möglich, den Jugendschutz zu aktivieren. Die neuesten Software-Updates können Sie im Hauptmenü unter Software-Update über die RS-232-Schnittstelle oder über den USB-Port eingespielt werden. Alternativ ist jedoch auch ein Update über das Internet möglich. Dazu schließen Sie einfach ein LAN-Kabel an, überprüfen die Netzwerkeinstellungen und schon kann es losgehen. Sie möchten Ihre Urlaubsbilder, Videos oder die MP3-Sammlung über das Fernsehgerät genießen? Auch das ist kein Problem für den Optimus Underline. Eine externe Festplatte können Sie an den USB 2.0-Port an der Rückseite oder seitlich am Gerät anschließen und haben sofort vollen Zugriff darauf. Die bequeme Timeshift-Funktion gehört auch zu seinen Standardfunktionen. Ob direkte Aufnahme oder per Timer, ebenfalls völlig unkompliziert mit dem Underline. Die dazu benötigten Tasten sind übersichtlich ganz unten auf der Fernbedienung zu finden. Eine umfangreiche TV-Zeitschrift liefert der Optimus Underline gleich mit dem elektronischen Programmguide EPG. Hier bekommen Sie alle Informationen für die Aufnahme Ihrer Lieblingssendung und zwar bequem per Druck auf die EPG-Taste der Fernbedienung. Und damit die Werbepausen ganz schnell und locker überbrückt werden können, einfach eines der Spiele starten und sich austoben. Der Optimus Underline lässt das Herz von Technikfans höher schlagen. Beste Ausstattung, hervorragende Bildqualität in HD und SD. Damit sind Sie bestens gerüstet für den Satellitenempfang.
Ultrastark, schwarz und gefährlich. Und das mit einem 450 MHz Prozessor und unter Linux. So kündigt der Hersteller Edizion die neue Hybrid-Set-Top-Box Pingolux an. Und das für nur 159,90 Euro. Immerhin einige hundert Euro unter dem Preis einer vergleichbaren Box. Grund genug, sich den Pingolux etwas genauer anzusehen. Pechschwarz ist er wirklich. Gefährlich sieht er allerdings nicht aus. Mehr Platz als ein Blatt Papier im A5-Format nimmt er nicht in Anspruch. Die Vorderseite ist leicht verspiegelt und über die gesamte Breite aufklappbar. Dahinter verbergen sich das vierstellige numerische Display, 7 Tasten zur Bedienung und Programmierung direkt am Gerät und ein Konax-Kartenleser. Einen CI-Schacht sucht man vergebens. Er hätte den Pingolux wohl deutlich teurer gemacht. Deutlich sollte man machen, dass diese Hybridbox HDTV-fähig ist und somit nach einem HD-Ready oder Full-HD-Flachbildschirm verlangt. Und so gibt es auf der Rückseite nur noch einen HDMI-Ausgang, da ein zusätzlicher SCART-Anschluss nutzlos wäre. Und wer nun doch nicht auf die analogen Ausgänge verzichten möchte, kann die 13 Spuxen für Video- und Stereo-Audio nutzen. Der Netzwerkport bindet den Pingolux an das Internet an, und zwar automatisch, ohne die lästige Eingabe diverser Netzwerkparameter. Das Antennensignal findet seinen Platz am F-Anschluss. Der koaxiale digitale Audioausgang liefert ein exzellentes Dolby Surround-Signal und da der Pingolux PVR-ready ist, finden die externe Festplatte oder ein Highspeed-USB-Stick den nötigen USB-Port. Der Netzschalter lässt sofort an den Stromverbrauch denken und er ist mit 7 bis 8,5 Watt im Betrieb je nach Empfangsart, nämlich HD oder SD und 0,8 Watt im Standby ausgesprochen niedrig. Hätte man bei der Größe des Pingolux gespart, so wurde bei der Fernbedienung geklotzt. Sie ist riesig. Das hat allerdings auch wieder den Vorteil, dass die Tasten schön übersichtlich und weit genug auseinander liegen. Alle Funktionen der Set-Top-Box sind direkt abrufbar und so erübrigt sich die mühevolle Suche in den diversen Menüs. Auspacken, einschalten geht nicht. Gibt es nicht beim Pingolux. Jetzt zeigt er, zumindest akustisch und optisch, dass er gefährlich sein möchte. Doch nur kurz, dann meldet sich die Installationshilfe. Nachdem die Sprache, die automatische Zeiteinstellung, die Bildeinstellungen und ein paar mehr Parameter festgelegt bzw. bestätigt worden sind, geht es mit dem Sendersuchlauf weiter. Bei der Einzelantenne geht das ausgesprochen schnell. Der Astra-Satellit wurde in knapp 90 Sekunden eingelesen. Werden mehrere Antennen oder LNBs betrieben, entdeckt der Pingolux automatisch die richtige Konfiguration. Natürlich bedient er auch Antennenmotoren unter DISEC 1.2 und USELS. In diesem Fall ist die Satellitenauswahl mehr als reichhaltig. 51 Satelliten sind vorprogrammiert und 13 weitere lassen sich zusätzlich aktivieren. Eine Begrenzung der Sender- und Favoritenliste gibt es nicht. Für den sehr kurzen Installationszeitaufwand wird der frisch gebackene Besitzer des Pingolux nun mit gestochen scharfer HDTV und SDTV-Wiedergabe belohnt. Kurze Umschaltzeiten zeichnen diese Set-Top-Box aus. Die Infotaste liefert die Senderparameter und Informationen zur laufenden Sendung. Der elektronische Programmführer Edivision ersetzt die gedruckte Programmzeitschrift. Aus dem Programmführer heraus lassen sich Sendungen für die Aufzeichnung markieren. Ist ein Speichermedium angeschlossen, dann ist neben der Aufzeichnung auch das zeitversetzte Fernsehen möglich. Als Hybrid-Set-Top-Box soll der Pingolux natürlich mehr können, als nur TV und Radio zu empfangen. Neugierig machte das Menü-Logo Argus Online. Dieser Online-Service liefert Nachrichten direkt an den Besitzer des Pingolux, informiert über Software-Updates, bringt eine lokale Wettervorhersage, beantwortet technische Fragen, liefert eine elektronische Bedienungsanleitung, verwaltet E-Book und sorgt für die richtige Konfiguration für einige dieser Dienste. Netzwerk Online bietet den Zugang zu YouTube, zu 40.000 Radiosendern via Shoutcast, den Bilderdienst Picasa und RSS-Feeds mit aktuellen Nachrichten. Bei den Plugins fanden wir nur einen Rechner, doch diese Liste wird sich schnell mit Applikationen, die durch die Nutzer erstellt worden sind, füllen. Natürlich erlaubt der Pingolux auch den Zugang zu FTP-Servern und persönliche gespeicherte Dateien lassen sich aus der Dateiliste abrufen. Dass Linux nicht gleich Linux sein muss, beweist der kleine Pingolux. Sehr einfache Menüstrukturen, extrem schnelle Umschaltzeiten und vor allen Dingen keine Abstürze. Und das ist lobenswert und zeichnet ihn aus. Neben seinem Dienst als Satellitenreceiver bietet er sich als ideale Abspielstation für fast alles aus dem Netz an.
Übrigens, der Preis von 159,90 Euro gilt nur beim Kauf bei einem zertifizierten Edision-Fachhändler oder über dessen eigene Internetpräsenz. Außerdem bieten lizenzierte Edision-Fachhändler bei Registrierung des Pingolux eine 3-jährige Garantiezeit. Ultrastark, schwarz und gefährlich. Und das mit einem 450 MHz Prozessor und unter Linux. So kündigt der Hersteller Edision die neue Hybrid-Set-Top-Box Pingolux an. Und das für nur 159,90 Euro. Immerhin einige hundert Euro unter dem Preis einer vergleichbaren Box. Grund genug, sich den Pingolux etwas genauer anzusehen. Pechschwarz ist er wirklich. Gefährlich sieht er allerdings nicht aus. Mehr Platz als ein Blatt Papier im A5-Format nimmt er nicht in Anspruch. Die Vorderseite ist leicht verspiegelt und über die gesamte Breite aufklappbar. Dahinter verbergen sich das vierstellige numerische Display, 7 Tasten zur Bedienung und Programmierung direkt am Gerät und ein Konax-Kartenleser. Einen CI-Schacht sucht man vergebens. Er hätte den Pingolux wohl deutlich teurer gemacht. Deutlich sollte man machen, dass diese Hybridbox HDTV-fähig ist und somit nach einem HD-Ready oder Full-HD-Flachbildschirm verlangt. Und so gibt es auf der Rückseite nur noch einen HDMI-Ausgang, da ein zusätzlicher SCART-Anschluss nutzlos wäre. Und wer nun doch nicht auf die analogen Ausgänge verzichten möchte, kann die 3 Zinsspuchsen für Video- und Stereo-Audio nutzen. Der Netzwerkport bindet den Pingolux an das Internet an, und zwar automatisch, ohne die lästige Eingabe diverser Netzwerkparameter. Das Antennensignal findet seinen Platz am F-Anschluss. Der koaxiale digitale Audioausgang liefert ein exzellentes Dolby Surround-Signal und da der Pingolux PVR-ready ist, finden die externe Festplatte oder ein Highspeed-USB-Stick den nötigen USB-Port. Der Netzschalter lässt sofort an den Stromverbrauch denken und er ist mit 7 bis 8,5 Watt im Betrieb je nach Empfangsart, nämlich HD oder SD und 0,8 Watt im Standby ausgesprochen niedrig. Hätte man bei der Größe des Pingolux gespart, so wurde bei der Fernbedienung geklotzt. Sie ist riesig. Das hat allerdings auch wieder den Vorteil, dass die Tasten schön übersichtlich und weit genug auseinander liegen. Alle Funktionen der Set-Top-Box sind direkt abrufbar und so erübrigt sich die mühevolle Suche in den diversen Menüs. Auspacken, einschalten geht nicht. Gibt es nicht beim Pingolux. Jetzt zeigt er, zumindest akustisch und optisch, dass er gefährlich sein möchte. Doch nur kurz, dann meldet sich die Installationshilfe. Nachdem die Sprache, die automatische Zeiteinstellung, die Bildeinstellungen und ein paar mehr Parameter festgelegt bzw. bestätigt worden sind, geht es mit dem Sendersuchlauf weiter. Bei der Einzelantenne geht das ausgesprochen schnell. Der Astra-Satellit wurde in knapp 90 Sekunden eingelesen. Werden mehrere Antennen oder LNBs betrieben, entdeckt der Pingolux automatisch die richtige Konfiguration. Natürlich bedient er auch Antennenmotoren unter DISEC 1.2 und USELS. In diesem Fall ist die Satellitenauswahl mehr als reichhaltig. 51 Satelliten sind vorprogrammiert und 13 weitere lassen sich zusätzlich aktivieren. Eine Begrenzung der Sender- und Favoritenliste gibt es nicht. Für den sehr kurzen Installationszeitaufwand wird der frisch gebackene Besitzer des Pingolux nun mit gestochen scharfer HDTV- und SDTV-Wiedergabe belohnt. Kurze Umschaltzeiten zeichnen diese Set-Top-Box aus. Die Infotaste liefert die Senderparameter und Informationen zur laufenden Sendung. Der elektronische Programmführer Edivision ersetzt die gedruckte Programmzeitschrift. Aus dem Programmführer heraus lassen sich Sendungen für die Aufzeichnung markieren. Ist ein Speichermedium angeschlossen, dann ist neben der Aufzeichnung auch das zeitversetzte Fernsehen möglich. Als Hybrid-Set-Top-Box soll der Pingolux natürlich mehr können, als nur TV und Radio zu empfangen. Neugierig machte das Menülogo Argus Online. Dieser Online-Service liefert Nachrichten direkt an den Besitzer des Pingolux, informiert über Software-Updates, bringt eine lokale Wettervorhersage, beantwortet technische Fragen, liefert eine elektronische Bedienungsanleitung, verwaltet E-Book und sorgt für die richtige Konfiguration für einige dieser Dienste. Netzwerk Online bietet den Zugang zu YouTube, zu 40.000 Radiosendern via Shoutcast, den Bilderdienst Picasa und RSS-Feeds mit aktuellen Nachrichten. Bei den Plugins fanden wir nur einen Rechner, doch diese Liste wird sich schnell mit Applikationen, die durch die Nutzer erstellt worden sind, füllen. Natürlich erlaubt der Pingolux auch den Zugang zu FTP-Servern und persönliche gespeicherte Dateien lassen sich aus der Dateiliste abrufen.
Dass Linux nicht gleich Linux sein muss, beweist der kleine Pingolux. Sehr einfache Menüstrukturen, extrem schnelle Umschaltzeiten und vor allen Dingen keine Abstürze. Und das ist lobenswert und zeichnet ihn aus. Neben seinem Dienst als Satellitenreceiver bietet er sich als ideale Abspielstation für fast alles aus dem Netz an. Übrigens, der Preis von 159,90 Euro gilt nur beim Kauf bei einem zertifizierten Edision-Fachhändler oder über dessen eigene Internetpräsenz. Außerdem bieten lizenzierte Edision-Fachhändler bei Registrierung des Pingolux eine 3-jährige Garantiezeit. Nicht immer kann eine Satellitenantenne installiert werden und so ist der Kabelanschluss dann die einzige Alternative. Die Kabelgesellschaft liefert auch gleich noch den Receiver dazu. Natürlich bezahlt man ihn. Entweder als Miet- oder als Kaufgerät. Hinzu kommen dann noch die monatlichen Kabelgebühren. Wer spart da nicht gerne bei den Anschaffungskosten für die Kabelbox? Doch was der Kabelanbieter dann liefert, passt nicht so ganz zum gerade erworbenen HD-Ready oder Full-HD-Fernseher, denn der zertifizierten Box fehlt oft der HDMI-Anschluss, der für die verlustfreie Übertragung von digitalem Video und Audio sorgt. Stattdessen muss man mit einem anachronistischen SCART-Anschluss Vorlieb nehmen. Farbunechtheit und ein verwaschenes Bild sind die Folge. Und wird mal umgezogen, dann ist der proprietäre Receiver am neuen Wohnort zumeist nutzlos. Unter dem Motto HDTV für alle möchte der Hersteller Edision eine mit 99 Euro preiswerte Alternative anbieten. Der kleine Argus Piccolo Cable ist frei programmierbar und somit unabhängig von einem bestimmten Kabelanbieter. Im kleinen Gehäuse im A5-Format steckt ein vollwertiger HDTV-Kabelreceiver. Hinter der leicht verspiegelten und aufklappbaren Vorderseite verbergen sich die Bedienungselemente für die Steuerung direkt am Gerät. Auf der rechten Seite befindet sich ein Konax-Kartenleser und in der Mitte das, auch bei geschlossener Vorderseite, gut ablesbare vierstellige numerische Display. Hier hätten wir uns ein alphanumerisches Display gewünscht, doch vielleicht kommt das ja noch. Ein Blick auf die rückwärtige Anschlussseite verrät, der Edision Argus Piccolo Cable ist genau der richtige für den neu erworbenen Flachbildschirm, denn er verfügt über den notwendigen HDMI-Ausgang. Nur so werden Bild und Ton digital und verlustfrei übertragen. Und wer noch einen alten Fernseher sein eigen nennt, findet die analogen Anschlüsse in Form einer SCART-Buchse und dreier Zinch-Ausgänge. Somit ist die Anschaffung des Piccolo eine zukunftssichere Anlage für den späteren Umstieg auf einen modernen HDTV-Flachbildschirm. Zum wirklichen Heimkino-Erlebnis gehört natürlich eine digitale Dolby Surround-Anlage und die findet den guten Ton am SPDIF-Anschluss. Damit keine Sendung verpasst wird, zeichnet man sie auf. Beim Piccolo über den USB-Port mit Hilfe einer geeigneten externen USB-Festplatte oder einem kompatiblen USB-Stick. Der Antenneneingang ist die Verbindung zum Kabelanschluss. Und da man eventuell das Signal noch einem weiteren Receiver oder TV-Gerät zuführen möchte, steht das Signal an einem RF-Ausgang bereit. Das serielle Interface dient der Einspielung neuer Software. Die Fernbedienung wurde von der SAT-Version des Piccolo übernommen und kann zwei verschiedene Edision-Receiver steuern. Alle wichtigen Funktionen sind direkt abrufbar und somit entfällt die mühsame Suche in den Menüs. Die Erstinstallation des Argus Piccolo Cable ist denkbar einfach. Nach der Wahl der Menüsprache wird ein Blindscan, das ist ein automatischer Suchlauf, im gesamten Frequenzband gemacht. Nach einigen Minuten hat der Piccolo das gesamte Kabelangebot gefunden und gespeichert. Die Senderliste lässt sich durch ein paar Tastendrücke in die gewünschte Reihenfolge bringen. Oft gesehene Sender wandern in eine der Favoritenlisten und sind so direkt über die Fernbedienung abrufbar. Das war's dann auch schon. Der kleine Piccolo Cable ist empfangsbereit. Und hier zeigt er seine Stärken. Die Videoqualität ist überragend, sowohl bei SD- als auch bei HDTV-Sendern. Keine Spur von verwaschenen Inhalten, die dem analogen Kabelnutzer nur zu vertraut sind. Stattdessen liefert der Piccolo ein gestochen scharfes und farbechtes Video. Ein kurz eingeblendeter Infobalken zeigt die Daten der aktuellen Sendung an. Wer mehr wissen möchte, der bedient sich des Edivision. Dieser elektronische Programmführer liefert detaillierte Daten zu aktuellen und zukünftigen Sendungen. Die Darstellung lässt sich nach Sendern und Zeiten verändern. Soll eine Sendung zu einem späteren Zeitpunkt angesehen oder aufgezeichnet werden, so wird einer der 8 Timer aktiviert. Den Rest erledigt der Argus Piccolo Cable. Natürlich verfügt der Piccolo auch über einen Teletext-Decoder.
Für 99 Euro erhält der Käufer einen vollwertigen HDTV-Kabelreceiver mit Aufzeichnungsmöglichkeit. Die Menüführung ist logisch und bedarf kaum eines Handbuchs. Jedoch liegt dem Gerät eine Kurzanleitung bei. Eine ausführliche Bedienungsanleitung gibt es online bei www.edision.de. Der Piccolo Cable ist universell einsatzbereit und nicht an die Vorgaben eines bestimmten Kabelanbieters gebunden. Der fehlende Netzschalter wird durch den sehr niedrigen Stromverbrauch im Standby-Modus von nur 0,8 Watt kompensiert. Allerdings hätten wir gerne ein alphanumerisches Display gesehen. Alles in allem, der Edision Argus Piccolo Cable hat sich die 4 Sterne redlich verdient. Wenn Sie einen neuen oder versehentlich gelöschten Sender auf Ihrem Transponder suchen wollen, müssen Sie in das Hauptmenü von Ihrem Edision. Im Menü Installation gehen Sie auf Satelliteninstallation. Dort haben Sie die Möglichkeit, unter Transponder-Index die gewünschte Frequenz auszuwählen. Nun drücken Sie die grüne Taste auf Ihrer Fernbedienung. Hier haben Sie nochmal die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. In unserem Beispiel lassen wir alle Einstellungen und drücken OK für die Suche der Programme. Nachdem die Suche abgeschlossen ist, können Sie den Sender durch Drücken der roten Taste in die gewünschte Favoritenliste speichern oder durch Drücken der grünen Taste löschen. Der neue X-Finder von Edision ist ein sehr gelungenes Gerät zum Einmessen von Ihren Empfangsanlagen. Der Alleskönner ist mit allen verfügbaren Signalarten ausgestattet, ob DVB-S2, DVB-C oder DVB-T2. Alles ist damit möglich, somit sind Sie zukunftssicher gerüstet, Ihre Anlagen genauestens einzumessen. Das Messgerät kommt in einem edlen Design mit einem hochwertigen Koffer daher. Darin befindet sich zusätzlich noch umfangreiches Zubehör, das Sie zum professionellen Einmessen benötigen. Das Gerät verfügt nicht nur über ein 7 Zoll großes HD-LCD-Display, sondern auch über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten. Somit können Sie den X-Finder an einen Flachbildschirm mit HDMI-Anschluss anschließen oder auch über das mitgelieferte AV-Kabel an Ihren Fernseher. Auf der Rückseite verbirgt sich zusätzlich noch ein LAN-Anschluss für eine direkte Kabelverbindung zu Ihrem Netzwerk. Über den vorhandenen USB-Anschluss haben Sie aber auch die Möglichkeit, sich mit einem optional erhältlichen Edision Wireless USB-Adapter über WLAN mit Ihrem Router zu verbinden. Als absolutes Highlight kann hervorgehoben werden, dass das Gerät sowohl über einen CI-Schacht als auch über einen Konax-Kartenleser verfügt. Ein Mini-USB-Anschluss, ein RS-232 und die Eingänge für die 3 verschiedenen Empfangsarten runden die Rückseite ab. Gleich nach dem Start vom X-Finder finden Sie ein voreingestelltes Menü vor. Dabei fällt auf, dass man sich im gewohnten, klar strukturierten Design-Menü von Edision befindet und man sich somit sofort zurechtfindet. Über die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich das Gerät als vollwertiger Receiver bedienen. Aber kommen wir zum Wesentlichen des X-Finder. Das richtige Einmessen Ihrer Empfangsanlage. An der linken Seite vom X-Finder haben Sie die elegant gelöste Möglichkeit, über alle benötigten Shortcuts in das Menü zu gelangen. Bei einem Druck auf Find kommen Sie in das Menü Satelliteninstallation. Dort können Sie den Satellit Ihrer Wahl einstellen und haben den direkten Überblick Ihrer Empfangsqualität. Bei Angle können Sie den benötigten Längengrad sowie auch Breitengrad einstellen. Der Druck auf SPCM zeigt Ihnen den Spektrum Analyzer. Dort haben Sie die Wahl, Ihre gewünschte Empfangsart einzustellen. Hinter Service, Media und System verbergen sich die gewohnten Einstellungen, die auch für Edision-Einsteiger leicht verständlich gegliedert sind. Natürlich gelangen Sie auch über die Menütaste in all diese Funktionen. Die Shortcuts haben doch einen gewissen Reiz, um schnell in alle gewünschten Einstellungen zu kommen.
Insgesamt ist der X-Finder von Edizion ein super Messgerät für Ihre Empfangsanlage. Zu erwähnen bleibt nur noch die Spitzen-Akkulaufzeit von 5 Stunden. Somit ist das Gerät kaum zu überbieten bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 449 €. Edizion. More features, better prices.